Hallo meine Freunde, willkommen in Monsters Domain. Habe ich schon mal vor langer Zeit probiert, werde ich auch wieder versuchen, wenn es released. Released im ersten Quartal 2024 und ich würde das gerne mal probieren, da ist auf Steam der Prolog. Heißt so viel wie ihr könnt problemlos den Prolog auch zocken und ich wollte ihn jetzt mal wieder durchschauen mit euch. Hey Stefan! Kuckuck. Somit werden wir mal Monsters Domain eine Runde drehen. Das ist später dann ein Multiplayer-Game, soweit ich das weiß. Das kann ich aber geschwind nachschauen. Nur damit ich das jetzt nicht falsch erzähle. Moment, ich check das kurz. Habe ich nämlich vergessen vorher zu checken. Nö, das ist sogar ein Einzelspieler-Game. Na gut, mein Fehler. Okay, also es geht in dem Spiel jetzt mal um genau das Umgekehrte zu dem normalen Spielen. Anstatt dass wir die Helden sind und raiden Monsterhöhlen, sind wir eigentlich in einer, so war es in der vorigen Demo, ein Monster im Monsters Domain eben, in unserer Domäne, und die Helden raiden uns und wir müssen die Helden abwehren. Wir testen das jetzt mal in einer halben Stunde mal den Geschichtsmodus und schauen mal, was da rauskommt. Gehen wir mal auf ein neues Spiel. Wir können das ja auch fortsetzen im Normalfall. Mal. Ich habe das damals schon gespielt. Nein, das ist, glaube ich, kein Tower Defense. Damals war es... Warte mal, hören wir mal das Video. Silence. So many ages of silence. Fractions of memories keep tormenting me. But I will keep them, 'cause it's all I have. What's that noise? Ah, someone came to free me. Come, my faithful soldiers, and help your master. Here I am, my servants. A bit closer. Yes, don't be shy. Free at last. It's time to regain my power! Ich hoffe, es gibt eine Erklärung noch. Urschnell. Also, was ich vorher sage, Tower Defense nicht. Damals, wie ich die Demo gespielt habe, war es nämlich cool. Du hast in so einer Höhle da angefangen. Ist jetzt ganz anders nehmbar. Und bist in ein offenes Gelände gerannt. Hast kleine Lager ausgerottet mit 5 Leuten. Dann eine Base gehabt sogar. Eine Monster Base mit deinen Skeletten. Du hast das jeden toten Skelette, so Necromancer-mäßig beschwören können. Und die sind danach gerannt, die hast ausstatten können. Du hast auch immer mit, du bist sowas wie ein Geist und kannst von Körper zu Körper hüpfen. Und da hast deine Base baut, deine alte verlassene Burg. Und da mal hier ein weiß nicht, was das war, ein Tempel hin und das Ding. Und irgendwann gingen Portale auf und die Helden fielen ein und wollten eben uns, so wie es normalerweise umgekehrt ist, wir in die Höhlen rein und wollten die Höhle säubern und die wollten halt her und uns umbringen. Das war ein relativ offenes Gelände. War keine, nicht so eine Art Tower Defense, eher so eine Art, weiß ich nicht, schon irgendwie Defense, aber ohne so eher so mit deinen Skeletten, mit deinen Fähigkeiten und nicht eben mit so Maschinen oder so. Das so ungefähr war das damals. Ich werde jetzt mal schauen, wie das jetzt ist. Ja, besser. So, Linksklick schlagt, Rechtsklick macht das. Q ist der Geistmodus. Ich glaube, ich muss mich beim Anvisieren dazu. I ist ein Inventar. Das ist ja der besessene Typ jetzt. Okay. Fähigkeiten gibt es ja dann. Oh, Skillbaum.
Schattenschule, Feuerschule, Eisschule und Blitzschule. Ja, ich habe null. Gut, verlassen Sie das irgendwas. Das. Schreit mich ja schon förmlich an. Screenshot, Screenshot. Schauen wir mal, was haben wir hier? Das war aber damals auch noch ein Hebel, aber das war ganz anders alles. Okay, ich hoffe, dass das so ähnlich blim ist. Das mit der HP kapiere ich jetzt auch nicht. HP und ein Rot sind nur halb. Stamina ist die Mitte. Und das MA wird die Magie rechts sein. Okay. Waffenrüstung und Bestand. Achte auf Schatzkisten, die wertvolle Gegenstände enthalten, die von den Anhängern des Lichts gesammelt wurden. Schatzkisten können meist in der Nähe von Lagern und Dungeons gesehen werden. Du kannst mit den Truhen interagieren, um sie zu öffnen und den Inhalt zu plündern. Öffnen Sie das Inventar mit der Taste I und ziehen Sie die relevanten Elemente in die Ausrüstungsfächer, um Gegenstände auszurüsten. Drücke Tab, um schnell zwischen den ausgerüsteten Waffen zu wechseln. Okay. Leertaste kann, also umbleiben. Schauen wir mal. G ist nimm alles. Dann haben wir E. Nehmen. Mal lieber als G. So. Liegt das. Haben die das Stats? Nahkampfwiderstand, Blutungswiderstand. 54, 25. Ah, daneben ist eh schon die. Ah, cool, daneben ist das Ding. Passt. Kann ich noch nicht anlegen. Schwert ist mal praktisch. Zauberstab. Bogen. Was gehört da rein? Waffen. Hä? Also Waffen. Waffen. Questgegenstand. So. Block. Relativ schneller Block, aber nicht so schneller Block. Okay, ja, Tab oben bleiben für schnell Waffen wechseln. Ich hab null Arrows. Passt schon gut aus. So. Im Video sieht man, dass das kaputt worden ist. Kristalle. In Monsters Domain gibt es verschiedene Arten von Kristallen, die ihren eigenen einzigartigen Zweck haben. Diese Kristalle können durch Schlagen mit einer Waffe zerstört werden. Diese werden ihre Kraft freisetzen bei der Zerstörung. Vitalitätskristalle dürften die weißen sein. Stellt eure Gesundheit wieder her. Mana-Kristalle stellt Mana wieder her. Seelenkristalle löst Seelensplitter, die im Kristall stecken. Brandkristalle geben euch einen Explosivkristall. Barrierenkristalle können verwendet werden, um grüne magische Barrieren zu schwächen. Okay. Was macht der Gelbe dann jetzt? Brand? Checkt man das mal ab. Nahkampf drücken und halten für schwere Angriffe, okay. Habe ich jetzt eine kleine Buff? Wenn ja, sehe ich eine kleine Buff wo? Nö. Und weiter. So, finde den Weg durch die zerstörte Stadt. Umgebungen sind ja recht cool. Seelensplitter sind die Fragmente einer Seele, die von Halbgott aufgenommen werden können. Bin jetzt ich der Halbgott? Bin ich der Halbgott irgendwie? Diese Seelensplitter können hauptsächlich durch Töten von Lichtanhängern und Zerstören von Seelenkristallen gesammelt werden. Lichtanhänger waren die Typen da jetzt gerade, ne? Vermutlicherweise. Gut. Seelensplitter können verwendet werden, um die Toten zurückzubringen, und sie können auch verwendet werden, um Diener zu befördern. Habe ich einen Seelensplitter? Gib mir einen Seelensplitter. Ist jetzt irgendwas überblieben hier? Nö. Ah, wenn das hier jetzt kommen ist, muss ja hier. Da sind ja die Typen rausgelaufen. Die sind ja da vorne gestorben. Ah, nicht so schnell hintereinander, Leute. Der Halbgott kann die Toten mit seiner Nekromantiefähigkeit zurückbringen und sie werden dem Halbgott für den Rest der Ewigkeit folgen.
So eine gute Zeitspanne, Rest der Ewigkeit. Diese Zauber können auf tote Menschen mit Kosten von Seelensplitter angewendet werden. Maximal können sie 4 Diener zurückbringen, die ihnen folgen. Mehr als das werden zur Armee rekrutiert und zur Basis zurückgeschickt. Aha, also gibt es eine Base. Anscheinend. So, gibt es Wiederbeleben. Wieder zum Leben in natürlicher Form mit Ausrüstung und Rang. Auferstehen. Toten in skelettierter Form mit Grundrang und Ausrüstung wiederbelegen. Opfer. Zersetze den toten Körper und erhalte einen Vitalitätsboost für die ganze Gruppe. So, und jetzt bitte nicht gleich wieder so ein. Gulfin! Ja, hallo! Danke dir! Danke für den Prime Sub! Gibt's immer einen Hype dafür? Hype! Na, danke dir! Danke! Ich frage mich nur gerade, wie lange das Hype jetzt hält. Lol. Das Hype hat nämlich eigentlich sollte eigentlich aufhören auch wieder. Moment. Das ist ja recht lustig, wenn es jetzt eine Weile hypt. Moment mal. Gut, da muss ich mir, ich habe da ein bisschen rumgespielt, den Timer nochmal anschauen. Aber jetzt hast du ein extra langes Hype gekriegt, Griffin. Extra für dich gemacht. Schauen Sie sich das Ziel an und drücken Sie 1. Und reanimieren. Auferstehen. Das belebt ihn jetzt wieder, wie er ist, oder wie? Mit Rang, Rüstung. Hallo, Wulfred! Zwei. Das ist Auferstehung. Als Skelett, oder war das wirklich? Oh, hallo. Oh, Blut. Cool. Den opfert man jetzt. Ah, HP geheilt. Sehr gut. Der interaktive Modus kann verwendet werden, um aktuelle Anhänger zu steuern und um bestimmte Aufgaben auszuführen. Betrachten Sie ein Element von Bedeutung, das hervorgehoben wurde, und drücken Sie F, um den interaktiven Modus zu öffnen. Dann wählen Sie die entsprechende Nummer aus, um den bestimmten Anhänger auszuwählen, um die Aufgabe auszuführen. Drücken Sie F für den Modus dann, okay. Dies kann verwendet werden, um Puzzle-Elemente in der Welt oder im Kampf zu lösen und bestimmte Gegner auf Befehl anzugreifen. Loot. So. F. Okay, tu mal dahin. Stell ihn mal da drauf. Okay, steht da. F. Stationiert 2. Aha, wenn die wissen anscheinend von selbst, wenn das Rätsel vorbei ist, und dann kommen sie wieder. Okay, gut. Entwickler. Mir ist klar, dass ihr das erklären wollt, ja? Aber wenn ihr das auf einer Strecke von 50 Metern, ja, ungefähr 7-mal macht, unterbricht das den Flow nicht nur ein bisschen, sondern Vollgas. Und man merkt sich gar nicht mehr, was man schon vorher alles gelesen hat. Ein bisschen wäre halt cool gewesen, mal das Gelernte auch zu verwenden. Na gut. Austausch, Inventar. Inventar und Ausrüstungsgegenstände können unter den Anhängern ausgetauscht und geteilt werden. Öffne das Inventar und wähle den Tausch-Tab, um das Tauschmenü zu öffnen. Wählen Sie einen Anhänger aus, mit dem Sie tauschen möchten, und ziehen und ablegen Sie Gegenstände zum Tausch. Sie können auf ein Waffenfach doppelklicken, um es als aktive Waffe des Anhängers zu machen. Austausch, so. Das bin ich. Das ist der andere. Gut zu wissen. Oh,
145,90. Aha, also der vergleicht aber mit meiner Waffe. Ah, und da vergleicht er mit seiner Waffe. Okay. Kann ich das schon anlegen? Nee, kann ich nicht. Was ist denn das eigentlich hier? Gut. Der zum Beispiel hat keinen Helm. Der kriegt einen Helm. Das schaut toll aus. Kann er ja noch mitnehmen. Darf ein bisschen zaubern. Gut. Okay. Auch das erledigt. Was haben wir hier? Fortgeschrittener Kampf. Um einen Gegenangriff zu verwenden, halten Sie die Blockierenhaltung und drücken Sie linke Maustaste unmittelbar nach einem Angriff. Gegenangriffe können nicht von Gegnern blockiert werden und Sie werden vorübergehend Ihren Block brechen. Tippen Sie rechte Maustaste perfekt Parry. Wenn diese Aktion ausgeführt wird, wird der Gegner vorübergehend betäubt und verwundet sein. Also perfekte Parry ist gut und gedrückt halten und links macht einen Gegenangriff. Muss ich das die Block halten Sie die Blockhaltung, drücken Sie linke Maustaste, also während ich noch den halte, okay. Drücken Sie die Richtungstasten zusammen mit Spacebar, um auszuweichen. Wenn Gegner schwere Angriffe angezeigt durch rote Umrandung ausführen, ist es notwendig auszuweichen, damit diese Angriffe nicht abgewehrt werden können. Was war das jetzt genau? Ja. Also. Gut, Frage. Kann ich irgendwie, wie sehe ich irgendwo meine... Ah, da unten, 65 Seelen. Vermute ich jetzt mal. Recht realistisch, der wäre wahrscheinlich eher nicht so stehen bleiben. Ich glaube immer, ich habe einen Bogen in der Hand, weil er das ist schwer zu blöd da. Kommt mal her da hier, ihr Viecher. Wie kann ich in euch. Ah, ihr hier. Das bringt ja nochmal gar. Das finde ich gehört mit dem Spiel so bling erhalten oder so. Wäre mir persönlich lieber. Sprinten kann ich nicht, sehr gut. Oh ja. Loot. Loot, 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 loot. Loot, loot, ist immer gut, gut. Vor allem werde ich da ja mich dann aus upgraden mal und dann nochmal die anderen Gegner. Ist da irgendwas Tolles wo? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Na dann düsen wir weiter. Diese Richtung. So, was haben wir da hier? Ja! Endlich kriege ich wieder eine Infosäule. Phantomsäulen sind magische Säulen, die sich über die Welt verteilen und zum schnellen Reisen und zum Speichern des Fortschritts verwendet werden. Diese Säulen müssen zuerst aktiviert werden, um auf sie zuzugreifen. Aktivieren Sie die Phantomsäule, um den Spielstand zu speichern und die Position dauerhaft für den Schnellreisemodus freizuschalten. Ist das jetzt auch schon gespeichert so, oder wie?
Angriff! Angriff! Cool. Raus da. Du bist Herder. Ihr habt sie nicht bei Full Life. Bleib mal stehen. Steh. Stopp! 84. Okay. Ich hätte das doch fotografieren sollen. Ich weiß schon wieder nicht, was das ist. So ein Feuerteil. So. Leute. Da mal kurz schauen. Kann ich euch anlegen? Nein. Keine Fähigkeiten? Nein. Ich kann gar nichts. Verdammte Scheiße. Ich habe urwenig XP eigentlich noch, gell? Stufe 2. Stufe 2. Kann man das irgendwie? Ah, Hose habe ich noch, keine Ahnung. Feindlich. Feindlich. Soll ich denn das dann? Naja, gut. Was ist das dem? Okay. Austausch. Skeleton. Hat der auch ein tolles Level? Kann ich dem das geben? Nee. Ich finde es halt blöd, dass ich da eigentlich von dem das Level jetzt. Also ich finde jetzt zumindest das Level nicht von dem. Aber ist okay. Räumt alle Lager in der Gegend auf. Cool. Ihr macht's das super. Was ist der Unterschied, ob ich einen als Skelett oder als Normaltypen wiederbelebe? Bleibst du halt da hier. Komm mal her da. Austausch, was haben wir denn da jetzt? Der hat nur ein Schwerti. Das ist okay. Der hat gar nichts. Nicht okay. Aber der kann das wieder nicht anlegen. Da. Mit Schild. Kommt gleich dazu. Und der hat das. So, jetzt sind alle ausgestattet. Wobei, diese Typen ja eigentlich Level 2 wären. Sehe ich gerade. So, sie nehmen. Feuerliche Stufe 2. Und dann 2 da vorne. Was tust du sonst? Mal wurscht. Egal, ist ja nur der Prolog. Angriff! Eins. Was ist das? 4. Gehen hier alle hin. Ich geh da mal los. Also, wer ist das da? Oh, der Wolf verliert auch Loot. Ich komme, ich helfe euch!
Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3. Wie viel? Achso, 3, 1, 2, 3. Dann werden wir sich noch einen holen. Opfert man mal. So kann ich nicht. Scheiße. 25. Okay, das kann man nicht so häufig. Achso. Die Auferstehung ist günstiger. Starke, kleine oder. Aha, die sind günstiger. Okay, gut zu wissen. Hat nicht viel gebracht. Ich habe vergessen, für was der Kristall gut ist. Sorry. So, der greift sich auch schon auf den Kopf. Weil ihr so unfähig seid. Warum verreckt ihr dauernd? Und er hat einen Bogen mit. Ich helfe jetzt meinen Freunden, dass sie nicht alleine da sein müssen immer. Jawohl, alle full life. Na, sehr schön. Opfer hat sich ausgezahlt. Räumt alle Lager. Kann ich das öffnen? Kann ich, aber das lassen wir. Es ist nur traurig, dass ich nicht im Level so schnell hochkomme. Ja, das ist noch viel trauriger, gerade mit euch Deppen da auf der Brücke. So, jetzt wären wir da. Seid ihr alle hier? 1, 2, 3. Achso, ja, gibt nur 3. Let's have some fun. Ja, das mit dem Blocken muss ich noch ein bisschen üben. Habe ich schon? Habe ich schon? So. Ich würde es total gern mal ein Level Up haben. Dann muss ich mehr selber mal ein bisschen mehr mitkämpfen vielleicht. Spiel gespeichert, jetzt steht es da unten, ja. Nicht so wie gesagt, von ich kriege es mehr Splitter. Ja, endlich wieder so ein Ding. Reached Level 2, Ability Points 3, Experience Gained 5, Quest abschließen, Dungeon erkunden und Lichtfolger Lager auslöschen hilft, den Halbgott aufzuleveln. Aufleveln erhöht die Vitalitäten und ermöglicht es, mächtigere Waffen zu führen. Fähigkeitspunkte werden jedes Mal hinzugefügt, wenn ein neues Level erreicht wird. Öffnen Sie das Inventar und wählen Sie den Tab, um die Fähigkeiten, um die Fähigkeitspunkte auszugeben. Um die Fähigkeiten aus 4 Kategorien freizuschalten, nämlich Schatten, Feuer, Eis und Blitz. Sobald eine Fähigkeit freigeschaltet wird, ziehen Sie die Fähigkeit in einen der aktiven Slots, damit sie im Kampf verwendet werden können. Freigeschaltete Fähigkeiten können auch ausgerüstet werden, wenn genügend Punkte vorhanden sind. Okay. Erstens mal. Ich brauche noch 5 Punkte mehr. Fuck. Ja, hilft nichts. Dann tun wir mal opfern.
Die wären jetzt nämlich schon draufgegangen. So. Ah ja, jedes Mal dahin gehen, speichern. Na gut. Inventar, Fähigkeiten. Wir haben jetzt 3 Punkte. Was nehmen wir denn, Leute? Was ist denn MMO-technisch immer eigentlich gut gegangen? Eis war immer gut, oder? Feuer. Beschwört ein mächtiges Projektil und wenn es einen Feind trifft, neben anderem Radius Schaden. Schießt ein mächtiges Feuerprojektil auf und verbrennt alles auf seinen Weg. Schießt ein Eisprojektil in die Luft und sobald es Gegner trifft, wird es ihn für einen Moment einfrieren. Schießt einen Blitz in die Luft und sobald der Feind trifft, wird er für einen Moment geschockt. Shock! Shocking Experience! Da wären wir fast. Schatten oder Blitz? Eis ist natürlich cool mit Einfrieren dann. Wenn man dann mehrere Gegner gleichzeitig frieren könnte. Für Defensivaufgaben wäre das sicher gut. Nehmen wir mal das Blitz. Nehmen wir mal Lightning. Oh, ich kann die Punkte gleich... Jetzt sagt ein mächtiges elektrisches Feld, das jeden Feind innerhalb seines Radius elektrisiert. Eine mächtige Kette von Blitzen, die auf Gegner in der Nähe prallen und Schaden anrichten. Ja. Eins, zwei, drei. Cool. Das ist dieses Teil, was jetzt da in der Gegend rumschwirrt und auf alle ballert, ne? Und 3? Das muss ich jetzt machen, bevor ich da rumdrücke, blöd. Das schießt. Das schießt auf alles in der Nähe der Kugel. Kette von Blitzen. Cool. Okay. Das holt anscheinend die Stamina hoch. Nö, Stamina waschen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir fangen beim ersten an. Da vorne war ein Übergang rauf. Warte mal. Na, fangen wir nicht. Da ist ein Blitz. Also ein Teil rechts hier. Ah, das ist das. Ja, na dann, ich weiß nicht. Den ersten dahin haben wir öffnen müssen. Gehen wir mal dahin. Ich habe ein Level up. Ja, ich bin 2. Moment. Nein, da brauche ich 3. Nee, natürlich. Pfeile haben wir. Die Rüstung. Nahkampfwiderstand. Das zeigt da fehlend, der zeigt deinen Vergleich nicht an. Das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ja. Ein bisschen schon alle ident. 7! Ha! Passt! Passt, kann ich das anlegen. 74, 25, 18, ja, die sind alle gleich. Ich weiß nicht. Ja, dann lassen wir das an. Austausch, my friends, was könnt ihr nehmen? Du bist ein Bogenschütze. Das ist das gleiche wie bei mir. Kriegst aber einen Helm. Kriegst eine Brust. Jetzt noch Handschuhe. Hosen und Stiefel sind gerade nicht im Angebot. So, kannst du auch einen Helm haben.
nicht. Das auch nicht. 587 Schaden, 52. Ja, kriegst ein Schwert. Kriegst Handschuhe. Doppelklicken geht nicht. Na, auch nicht. Dann muss man wirklich hinziehen. Okay. Ich komm wieder rüber da. So. Bist du noch im Du kriegst auch Handschuhe. Du weißt keinen und nicht dienen, aber du kriegst Handschuhe. Das ist schon mal was. Na, nicht. Oh. Was hat denn der hier Tolles? Du kriegst das so rauf. So. Ja, das schaut ja schon mal gut aus. So. Gehen wir mal da rein. Das war ja schließlich das Erste, was wir mal rein hätten können. Verliese, die wertvolle Schätze enthalten sind überall auf der Welt verteilt. Erkunde diese Dungeons, um versteckte Gegenstände zu finden, aber sei vorsichtig, diese werden ohne jegliche Minions erkundet und sie sind voller tödlicher antiker Fallen. Erreiche das Ende des Dungeons für den ultimativen Schatz. Okay, also habe ich jetzt nicht meine unfähigen Typen mitnehmen. Finde ich cool. Na, ohne Scheiße, ich finde das gerade irgendwie cool, dass das so gemacht ist. Ja. Aber das macht schon was her, finde ich. Dark and Darker lässt grüßen, oder wie? Wirkt es halt voll wie Darker und Darker. Von der Optik her ist natürlich ein anderes Spiel, eh klar. Okay. Zack, zack, zack. Alles meins. Cool. Und nur deswegen so schräg, weil ich Angst habe, zu weit zu hüpfen. So. Also ich find's cool. Bis jetzt finde ich es wirklich cool. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, für was der gut war. Oder der hier. Aber es macht nichts. Ich werde. Ui, das war jetzt knapp. Puh! Könnte man einfach alle kaputt machen. Da kommen sicher irgendwas Gegner. Aber ist das. Das ist schon cool. Es ist geil gemacht. Es ist wirklich geil gemacht. Wirkt so richtig so wie so ein Hindernisparcours und eigentlich hätte ich das Spiel jetzt ganz anders eingeschätzt eigentlich. Au! Warum leuchtet das da unten eigentlich jetzt so?
Au. Heilung, Heilung! Dungeon cleared. Cool. Kann ich da jetzt nochmal reingehen oder ist der jetzt clear? Lol, das war cool. Das war jetzt wirklich cool. Gerade habe ich mir vorher überlegt, spielst du das Spiel oder nicht? Jetzt muss ich ehrlich sagen, ja, habe ich nicht bereut. So Leute, links. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Wobei, das schaut wichtiger aus, aber gehen wir mal dahin. Bist du auch ein Dungeon? Nein. Bist du ein Dungeon? Habe ich genug? Ja, habe ich. Aufstehen, reanimieren? Na, reanimieren wir dich. Come on, mein Freund! Was hast du da hin? Ja, du? Kann ich da nicht alle dahin befördern? Ah, jetzt sind alle hier. Haha, my friends incoming. Cool. Ist wirklich gut, dass das geht. Interessant wäre für mich jetzt wirklich halt nur wieder, ich bin erst 2,5 wieder. Ich hätte gern, dass die ganzen Dinger hier. Aha, Crafting-Material, sehr schön. Ich hätte gern, dass das ganze Zeug hier mir anzeigt wird, was wo. Also das Vergleichsding ist noch nicht optimal. Ist nicht optimöse da. Das zum Beispiel werden wir ersetzen. Viererstufe, Dreierstufe, Zweierschwert, aber da ist mein Ding noch besser. Austausch. Kannst du schon, Herr Ko? Ja. Man weiß es nicht, welcher. Man weiß es nicht, welcher Level die Typen haben, leider. Das steht hier nämlich nirgends. Ist da nicht irgendwo eine Anzeige? Spielerforscher drehen, Rechtsklick, Ausrüstung, Ausrüsten und Entfernen, R im Inventar schließen. 107 Damage, 160 Damage. Den Rest nimmt er nicht. Bögen habe ich keine anderen, der kriegt eine Hose dazu. So. Will er, dass die Typen halbwegs ausgestattet sind. Mit Level 4 hat keiner von dir, das weiß ich. Das kannst du vergessen. Level 3. Auch nicht. Irritierend ist, dass das Blaue hier eigentlich das Geweiß ist. Ist ein bisschen irritierend für mich. Der Typ, der eigentlich recht gut ist, hat nichts. So, Freunde, alle hier. Meine toten Freunde. Setzen wir mal an dahin. Setzen wir an dahin. Ah, ey.
Sollte man da noch ein bisschen genauer drüber im Klaren werden, was was macht. Das war auf jeden Fall nicht Mana. Das ist Cliff irgendwas. Ich würde gerne in dem Prolog noch meine Base sehen. Ich würde dann gerne sehen, wie das ausschaut. Dass ich, wenn ich meine Base hier habe, so opfern. Ich würde das gerne sehen, wie das ausschaut, wenn ich... Wenn ich hier was craften kann, man kann irgendwas craften hier auch. So, und jetzt? Ah, ich bin doch Level 2. Wo kommen wir da hin? Ja, wenn ich es aufmache, muss ich auch reingehen. Deswegen, damit ich mich wieder zurechtfinde, nämlich. Sonst finde ich mich nämlich einen Scheißtrick zurecht und wieder weiß ich wieder nicht, wo ich schon war. Schauen wir mal im Schnellverfahren, ob wir da irgendwie schön durchkommen. Noch von meinem Gesicht raus. Wow. Kann man nicht über das Zeug, was ich komisch finde, weil ich müsste sich das ja ausgehen. Okay, das hasse ich, das ist nervend, wirklich. Durch? Ha! Wirklich? Gehen wir noch mal raus, jetzt bin ich zu schwer. Ja. Gut, dann. Das ist ja wirklich ein bisschen Gespiele da in alle Richtungen. Ja, ist mir zu blöd. Kann ich nicht dem Typen das einfach rübergeben? Dass ich nicht so schwer bin. Ich behalte mir einfach nur, was ich noch anziehen will. Stufe 3 und 4, Stufe 4. Das will ich eigentlich auch nicht. Kriegt er. Kriegt auch er. Die will ich noch anziehen, die nicht. Könnte man da vielleicht einem anderen. Haben wir noch einen Kopf über? Ja, hier. Kopfi. Stiefel. Sense. Also irgendwie wäre es ja cool, einen von den Typen da so als Feuertypen zu machen. Kann man die?
Warte mal. Oh, kriegst meins. Du darfst beides haben. So. Bin ich relativ leicht wieder. Leicht, ja. Ich sehe das Ende des ersten Parts auf mich zukommen. Ja. Leute. Okay, der will das nicht. Was hinüber. Muss ich die das machen lassen? Pui. Ha, danke. Gut gemacht. Ah, der Kampf ist ein bisschen feedbacklos, finde ich ehrlich gesagt. Ach, toll. Ich wollte den zum Heilen nehmen. Ah, live. Life is life. Na 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 na. Moment, da bin ich gekommen. Da geht's hier schon wieder weiter. The Black Wall. Heiliger Nebel, Heiliger Nebel, Grabsteine. Der Weg vor uns ist mit heiligem Nebel bedeckt. Dieser Nebel blockiert den Weg für unheilige Kreaturen wie den Halbgott und seine Diener. Wenn ein Halbgott die heilige Nebel in besessener Form berührt, wird es Schaden verursachen. Der einzige Weg, es zu durchqueren, ist in Geisterform. Es gibt immer einen Grabstein in der Nähe des heiligen Nebels. Die Grabsteine ermöglichen es dem Geist, den letzten besessenen Diener an diesem Ort zurückzubringen und letztlich im heiligen, den heiligen Nebel zu umgehen. Ja. Nein. Nope, jetzt nicht. Jetzt werden wir mal kurz... Gab's du nicht? Ah ja. Spiel gespeichert. Haha. Sehr gut. Leute, das war's mit dem ersten Part. Der YouTube-Part endet hier. Twitch läuft noch weiter. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel oder ein anderes und später hier, das überlege ich mir noch. Also Leute, für YouTube, danke fürs hier sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Teil zu dem kommt auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann mal an, wie das weitergeht. Ich meine, das macht jetzt gar nicht so einen schlechten Eindruck. Also, ich hätte mir jetzt eigentlich weniger erwartet. Aber mit diesem, mit dem geführt, mit der Quest und doch irgendwie mit dieser Diener und doch die Möglichkeiten, sich da frei zu entfalten von dem her. Bam! Das ist eigentlich auch mit Ausstatten der Mitspieler. Ich meine, die haben jetzt nicht sonderlich viel ausgehalten. Das Problem ist, dass das Gear auch weg ist, wenn die sterben. Die sind jetzt ja, die haben ja mein Gear mitgehabt. Das ist jetzt blöd. Aber hey, was soll man machen? Gut, Leute. Also, dranbleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und adios!